Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alexander. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video schauen wir uns genau an, wie wir die Verpackungsmenge berechnen können, um diese im dualen System lizenzieren zu können und wie wir diese Daten dementsprechend dann im Lucid-Verpackungsregister erfassen können. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja, Freunde, bereits in zwei Videos habe ich euch allgemeine Informationen zum neuen Verpackungsgesetz, was ja bereits schon seit 2019 in Kraft getreten ist, dargelegt und viele Informationen euch gegeben. Falls ihr diese Videos nochmal sehen möchtet, findet ihr die hier unten in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Ansonsten auch alle weiteren Informationen in der Videobeschreibung, die wir hier in diesem Video besprechen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, aber auch alles um den Online-Handel herum, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und lasst uns keine Zeit verlieren und direkt anfangen mit den Änderungen. Und zwar habe ich das bereits im letzten Video schon angesprochen. Eine sehr, sehr wichtige Änderung, die im Grunde genommen fundamental ist für alle Online-Händler, aber auch andere Unternehmen, ist die Änderung ab dem 1. Juli 2022. Hier heißt es nämlich, dass hier alle Marktplätze auch in die Pflicht genommen werden und deren Händler natürlich auch, hier sich im Verpackungsregister Lucid einzutragen, beziehungsweise seine Verpackungen auch lizenzieren zu lassen. Und das ist eine große Ansage, denn hier werden sich auch die Marktplätze dran halten, wie Amazon und eBay, dass sie die Händler, die sich nicht registriert haben, nicht ihre Verpackungen lizenzieren, einfach vom Verkauf ausschließen. Du kannst keine Verkäufe mehr auf diesen Marktplätzen ab diesem Datum tätigen. Deshalb ist es wichtig, vor diesem Datum, unbedingt vor diesem Datum, sich noch zu registrieren, alle Maßnahmen zu ergreifen, um hier auch die Registrierungsnummer auf den jeweiligen Marktplätzen zu hinterlegen. Und wenn du nicht weißt, wie du das Ganze machst, das habe ich, wie gesagt, im letzten Video schon besprochen, schau es dir gerne an, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. So, in diesem Video werden wir uns grob anschauen, wie wir die Verpackungsmenge berechnen können. Und hier habe ich eine klare Empfehlung, und zwar der grüne Punkt. Einer der günstigsten meiner Meinung nach und der bekanntesten dualen Systeme hier in Deutschland, aber auch EU-weit, könnt ihr hier eure Verpackung lizenzieren lassen. Und die Berechnung ist sehr simpel. Ich weiß, für den einen oder anderen tut sich da ein bisschen schwer, weil man vielleicht verschiedene Verpackungen hat, die anfallen mit verschiedenen Gewichten und dann kommen dazu noch irgendwelche Polstermaterialien oder Packmaterialien dazu. Und der grüne Punkt hat es uns super einfach gemacht an dieser Stelle. Da habt ihr nämlich hier die Möglichkeit, das Ganze hier schon vorgefertigt als Beispiele euch anzuschauen. Und hier werdet ihr sicherlich auch eure Verpackungen mit dem jeweiligen Zubehör finden. Den Link zu dem grünen Punkt findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Geht über diesen Link und da habt ihr auch noch die Möglichkeit, einen Rabattcode von 8% auf eure Lizenzierung hier zu erwerben, aber nicht unter dem Grundpreis von 25 Euro. Nur als kleine Info dazu gesagt. So, und hier habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, eine Berechnungshilfe in Anspruch zu nehmen. Und ihr seht es hier, wir haben hier S-Kartons, beziehungsweise eine Größe S, Größe M und Größe L. Und da habt ihr dann die verschiedenen Maße plus das ganze Zubehör. Ihr seht das Gewicht hier ungefähr, die Kunststoffangabe. Und ihr seht das zum Beispiel hier mit PSV-Band umgewickelt und dann gebt ihr einfach die Stückzahl an. Wie viele Verpackungen habt ihr in dieser Größe mit diesen Verpackungskriterien? Und dann sagt ihr beispielsweise, ich verschicke von diesem Verpackungsgröße ungefähr 100 Stück und dann habt ihr hier das Ganze direkt schon als Übersicht drin. Und habt somit dann die Menge, könnt ihr dann direkt auch übernehmen und wird hier oben eingetragen. Ja? Also sehr, sehr simpel. Ihr habt auch hier die Möglichkeit natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel auch solche Versandtaschen, was ja gerne von Online-Händlern genutzt wird. Auch hier verschiedene Größen und verschiedene Kategorien bzw. verschiedene Stoffe, die ihr hier auch benutzt. Ja? Auch hier tragt ihr einfach mal ein, ich sag mal so eine Größe M-Tasche, davon auch, sagen wir mal, im Jahr 100 Stück und das tragt ihr hier mit an und auch das hat er dann übernommen. Deshalb
auch hier in dem Falle 100 Kartons mit dem jeweiligen Zubehör plus ja, das Zubehör wie Packband, was wir aus Kunststoff besteht. So 2 Kilo und ihr seht es hier, der Preis bleibt unverändert. Ja? Für die meisten wird es hier tatsächlich so sein, dass ihr hier nur die Grundgebühr von 25 Euro tragen müsst und gar nicht darüber hinauskommt. Habt ihr natürlich ein bisschen mehr, sagen wir mal 100 Kilogramm Verpackungen und dann 10 Kilogramm Kunststoff, da fängt sich der Preis erst an zu verändern und zwar hier 3,19 Euro über dem Grundpreis. Und ich gehe davon aus, das kann sich jeder Händler leisten von euch, dann das ist die Lizenzierung fürs ganze Jahr, ja, das wird immer jahresweise abgegeben und lizenziert und dementsprechend 28 Euro ist definitiv für jeden vertragbar zuzüglich der Mehrwertsteuer hier und dann könnt ihr hier kostenspielige Abmahnungen umgehen, denn dieses Gesetz wird sehr, sehr hart wohl zugegriffen und durchgegriffen, dementsprechend tut euch selbst einen Gefallen, registriert euch und dann könnt ihr hier dementsprechend auf der sicheren Seite sein. So, wenn ihr jetzt aber spezielle Verpackungen habt, weil ihr vielleicht ja, spezielle Verpackungen im Sinne von der Stabilität nimmt, dann da können sich die Gewichte dementsprechend unterscheiden, auch hier ganz minimal. Und meine Verpackungen beziehe ich zum Beispiel hier bei eBay. Hier gibt es verschiedene Händler, die Verpackungen sehr kostengünstig anbieten. Und hier habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann direkt zu sehen, okay, welche Verpackung kaufe ich und welches Gewicht hat dieses, ja? Und bei den Verpackungen steht oder bei den jeweiligen Größen steht immer das Gewicht dazu. Wenn es mal nicht dabei steht, dann fragt ihr den Händler einfach an, dann gibt er euch eine verbindliche Angabe zu dieser Verpackungsgröße und Verpackungsart und dann habt ihr hier die Möglichkeit direkt zu sehen, okay, das ist das Gewicht für eine einzelne Verpackung. Dann summiert er das Ganze hoch und habt dementsprechend auch hier die Angabe, die ihr hier oben eintragen könnt. Ja? So, und dann, wie gesagt, wenn ihr über die 25 Euro Grundpreis kommt, benutzt gerne den Gutscheincode ERFOLG8. Damit kriegt ihr 8% auf eure ja, Verpackungslizenz. Den Gutschein löst ihr ein und könnt das Ganze dementsprechend hier auf Weiter lizenzieren. Da gebt ihr auch übrigens eure Registrierungsnummer vom Verpackungsregister Lucid ein. Und dann bekommt ihr ein Dokument mit einer Lizenzierungsbestätigung. Dieses Dokument habt ihr dann für Nachweise, dass ihr eure Verpackung lizenziert habt. So, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt und zwar die Datenmeldung im Lucid Verpackungsregister. Ja? Da müsst ihr euch registrieren, wie gesagt. Dazu habe ich schon Videos gemacht, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und hier habt ihr verschiedene Datenmeldungen. Ja? Ihr habt ein Gewerbe angemeldet und habt jetzt beispielsweise seit letztem Jahr schon Verpackungen erzeugt. Dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, eine Nachtragsmeldung zu machen. Ja? Nachtragsmeldung schauen wir uns gerne mal an. So, und hier habt ihr den Zeitraum, könnt ihr bis zurück ins 2012 gehen, da war es noch eine Verpackungsverordnung, aber wenn ihr jetzt beispielsweise seit 2020 tätig seid, dann könnt ihr sagen, okay, 2020, wie viel Verpackungsmüll habe ich da produziert? Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, den grünen Punkt auszuwählen. Und ganz wichtig, ihr müsst genau die Angaben, die ihr dann in der Lizenzierung, die ihr hier lizenziert habt, ganz genau auch hier übernehmen und die Angaben habt ihr ja, die ihr dann vom grünen Punkt bekommt und werdet das Ganze dann dementsprechend hier eintragen, wie zum Beispiel hier 100 Kilogramm Papier bzw. Verpackung, Papier und Kartons tragen wir ein und dann die 7 Kilo, nee, 10 Kilo Kunststoff, das tragt ihr dann hier auch ein. Wie gesagt, immer wichtig auf den jeweiligen Zeitraum. Hier haben wir 2020 ausgewählt. Ihr seht auch hier oben, ihr habt hier die Möglichkeit auch bis ins Jahr 2019 eure Verpackung zu lizenzieren, wo das Verpackungsgesetz ja in Kraft getreten ist. Und falls ihr wirklich seit 2019 auch aktiv seid, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze hier auch vollständig lizenzieren zu lassen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier das Ganze einzutragen und somit speichert ihr das ab und habt das Ganze hier eingetragen. So,
Dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier eine Jahresabschlussmeldung zu machen. Das wäre dann in dem Falle, dass ihr jetzt zum Beispiel bis zum 15. Mai könnt ihr eine Jahresabschlussmeldung machen für 2021, ja, für das letzte Jahr. Da wählt ihr hier auch den Meldezeitraum aus, in dem Falle bis 2021. Und gibt hier die vollständigen Daten ein. Das heißt, wenn ihr vorher schon mal für 2021 eine Datenmeldung gemacht habt, eine unterjährige, dann kann es sein, dass sich da was verändert habt. Ihr habt einfach mehr Verpackungsmüll erzeugt und da macht ihr dann den Eintrag. Dementsprechend müsst ihr das auch im dualen System nachtragen, dass ihr mehr Verpackungen hattet. Und diese Gesamtzahl tragt ihr dann hier dementsprechend ein. So. Einen initialen Plan, Mengenmeldung ist dementsprechend hier möglich für das Folgejahr bereits, für 2022. Das ist aber keine Pflicht. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Es reicht immer, wenn ihr das im jeweiligen Jahr dann abgibt, die Erklärung. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Das sind, wie gesagt, die Sachen, die die meisten betreffen werden. Und wie gesagt, macht es auf jeden Fall, sonst werdet ihr hier Probleme bekommen, beziehungsweise im schlimmsten Falle einfach den Ausschluss vom Verkauf auf den Marktplätzen, was ja die meisten auch hier in Anspruch nehmen. Falls ihr Fragen dazu habt, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so weit wie möglich helfen. Ihr habt hier auch gerne die Möglichkeit, das Ganze auch hier über den telefonischen Support zu machen mit der Lucid Verpackungsregister, also der zentralen Stelle direkt. Die werden euch sicherlich alle Fragen beantworten können. Und sonst gerne auch bei dem dualen System, der grüne Punkt. Auch hier bekommt ihr einen super Support und könnt hier viele Fragen euch beantworten lassen. Ansonsten, wie gesagt, unten die Videobeschreibung nutzen. So können wir uns als Community gegenseitig unterstützen und uns hierbei helfen. Falls dir dieses Video geholfen hat, gerne einen Daumen hoch geben. Es freut mich immer wieder. Und sonst gerne den Kanal abonnieren. Drück die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Und sonst wünsche ich dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.